Yippie-Ai-Yo, seid ihr bereit? Zappelt die Pferde, wir reiten euch ein. Yippie-Ai-Yo, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Hey ho Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir wieder eine Folge Stasim Story. Teil 3 von Weihnachten im neuen Jahr. So wie es jeder macht. Und wir haben jetzt noch so ein paar Quests übrig. Einen haben wir die Rennen. Wir haben noch das Wichtige verstecken und ganz am Ende noch diesen einen kleinen Mini-Quest bei Yidris. Wenn wir noch Zeit haben, machen wir den noch. Aber wir machen jetzt erstmal hier das Rennen. Was das Beste an Weihnachten ist? Natürlich durch den Schnee zu rasen. Klingel! Hör mal zu, wir wissen ja, haben gehört, dass unser Chef der Weihnachtsmann nach Fahrern sucht, die deinen Schlitten vor dem großen Tag testen. Wenn du den Job willst, zeig mir deinen Schlittenschein Klasse B, der besagt, dass du qualifiziert bist, auf Eis und Schnee zu fahren. Klingel, du hast keinen Schlittenschein Klasse B? Dann musst du trainieren. Ich schicke dich zuerst in das Fix- und Frosty-Rennen. Zieh deinen Schlitten einfach dort den Hang herunter, dreh eine Runde um den See und triff meinen Kollegen Klimper an der Ziellinie. Du hast doch einen Schlitten dabei, oder? Klingel? Du hast auch keinen Schlitten? Na schön, wir können improvisieren. Reite einfach auf deinem Pferd. Achtung, fertig, los! Yay, Pee! Ja! Lauf! Nein, das fettes Pony! Gut, eigentlich ist es nicht fett. Nein, Ponys sind fett, aber das ist ja kein neues Pony. Okay, dann lauf einfach. Kleines Pony. Nehmen wir meine Runde. Dann kriegen wir noch ein bisschen XP. Das ist schön. Hopp. Wir werden verfolgt und gleich überholt. Nein! Na gut, schneller sein als wir, das ist auch nicht schwer, ne? So mit Level 8 und 10 und dunkelroter Laune. Yay, ich bin super vorbereitet. Hüpf! Oder auch nicht. Dann drehen wir noch eine Runde. Ein Ding. Vielleicht schaffen wir das sogar noch das Ziel. Ich bin so ein bisschen heiß zu sein, oder? Doch, wir haben es doch geschafft. Boah. Gut. Mehr oder weniger. Und noch meine Lieblingsstelle. Diese wunderschönen Kanonen. Die Schneebälle schießen hier natürlich einfach aufhören. Logisch. Die prallen dort einfach am nichts ab. Logisch. Ich fühle mich gerade so extrem langsam. Könnte daran liegen, dass ich gerade extrem langsam bin. Und warum kann ich denn heute nicht springen? Ja, stirb halt. Okay. Aber lauf wenigstens weiter. Hüpf. Und weiter. Wir haben es gleich geschafft. Yay. Oh, kleines Pony ist ein Tier. Also, fast. Jetzt ist das kleine Pony ein Tier. Lauf. Doch. Beweg bitte deinen Hintern. Mein Glöckchen, das war eine schreckliche Technik. Klinge hat dich wegen einer Schlittenklasse B hergeschickt. Niemals, du bist aus dem Rennen. Der Chef wird dich nicht in die Nähe seines Schlittens lassen. Probier doch mal beim Osterhasen. Hab gehört, der wäre ein Softie. Was sage ich immer? Harte Arbeit, Disziplin. Darum geht es bei Weihnachten. Okay, wir machen das so. Geh einmal am Tag zu klicken und versuch dich erneut am Rennen. Wir haben sogar einen Anreiz für dich. Marken. Diese Marken kannst du gegen Preise in der Eisbütige eintauschen. Ach, ich sehe schon, wie motiviert du auf einmal bist. Vielleicht schaffst du ja einen Schlittenklasse B noch vor dem großen Abend. Naja, ich habe ja jetzt ein Jahr Zeit, also kein Ding. Wir machen es nicht nochmal und gehen gleich mit hier rüber. Der geht auch noch ein Tor. Hallo, alle sind pausenlos damit beschäftigt, Dinge vorzubereiten, Kekse zu backen und Dekorationen aufzuhängen, dass sie völlig vergessen, was an den Feiertagen wirklich zählt. Ja, genau, hohe Geschwindigkeiten. Ich habe einen Reitweg durch das Dorf angelegt, damit sich jeder vorbeirauschen sehen kann. Und keine Sorge, wenn dir irgendjemand im Weg steht, das ist die Person dann selbst schon. Worauf wartest du? Schwing dich in den Sattel. Ich sitze im Sattel. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Aber es sind schön viel XP, das freut mich. So,
habe ich immer für XP. Mein Mitglied war gerade einer vorbeirasen, weil ich nicht wirklich schnell bin, aber das macht ja nichts. Wisst ihr, was ich liebe bei diesem Rennen? Ich liebe es, einfach die Wichte umzureißen, weil die dann so schön wegfliegen. Ich liebe es. Habt ihr nicht gewusst, dass hier drüben ein Riesenwicht hier steht? Wir haben rausgefunden, dann nur so, hui, da steht was? Warum das? Hallo, kleiner Wichte. Ich möchte bitte ein Rentier werden. Vertraue mich, ja, sehr schön. Mein Pony ist gewachsen. Es ist ausgewachsen. Oh mein Gott. Warum ist da ein Knopf auf dem Dach? Keine Ahnung, ob das ein Knopf ist, aber es sah aus wie so ein Knopf aus Minecraft. Nein, 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 nein. Ich hasse diese Schlitten, die gehen immer so auf Konfrontationskurs. Aber ich habe ihr doch gar nichts getan. Irgendwie Frage. Oh, voll kacke, ich habe mir diese eine Kurve, aber egal. Warum läuft mein Hund eigentlich nicht mehr mit? Jetzt läuft er wieder mit. Hallo? Hallo? Also wir machen jetzt hier gerade kein Schneerutschen, ne? Und hier. Hallo. Ja, dann Intelligenz. Was sind die Jubelke? Bisschen verspätet. So, hier. Und dann einmal umkegeln. Ach, ich liebe das. Hallo? Ich hab's geschafft. Oh, hallo. Haha, den hast du wirklich einen Feiertagszauber geboten. Machst du dir Sorgen, dass du die Vorbereitung gestört hast? Ach was, in diesem Dorf muss definitiv weniger backen und mehr galoppiert werden. Komm jederzeit für einen weiteren Ritt durch das Dorf. Okay, ich habe etwas XP, das freut mich. XP nehme ich doch immer gerne, die brauche ich denn? Ja, ein bisschen. Ein bisschen brauche ich ihn. Dann gucken wir jetzt mal hier. Er muss von dem nochmal lappen. Hallo Pferdemädchen, willst du ein Spiel spielen? Wie wäre es mit Finde die Mützen? Ich habe 5 Weihnachtsmützen im Schnee rund um das Dorf versteckt. Ich wette, du findest nicht alle. Okay. Ich will da doch gar nicht rein. Ich will diese Mützen sammeln. Die ich komischerweise auch nicht aufsteigen muss. Und die komischerweise auch an diesem Männchen hängen bleiben, wenn man dran zieht. Jede Weihnachtsmütze macht das. Logisch, ne? Wer kennt sie nicht? Die hängenbleibende Weihnachtsmütze. Ja, klar. Kennt ihr auf jeden Fall? So, irgendwo sind dann noch ein paar andere. Hier zum Beispiel. Komm hier. Put. Und dann noch der eine hier hinten. Im Eis. Logisch, dass die im Eis steckt. Natürlich. Warum steht der Hund schon wieder nicht mehr mit? Was ist das für ein fauler Köder? Wart. Überraschung, es fahren Wichte darunter. Erwischt! Du hast bestimmt nicht damit gerechnet, dass Wichte in diesem Nutzen stecken. Ich hätte ja zu gerne dein Gesicht gesehen. Oh nein, das habe ich natürlich nicht gewusst. Ich meine, letztes Jahr waren das ja auch nur Mützen und keine Wichte. Willst du nochmal spielen? Bitte, ich schenke dir sogar Marken, die du hier in der Eisbude aufgeben kannst. Es gibt tolle Preise. Wir lieben es, uns zu verstecken. Also komm jeden Tag her, um noch mehr Marken zu erhalten. Okay. Und dann haben wir noch das eine hier unten mit den komischen Jürgen. Wir machen das einfach noch. Ich mag es zwar nicht, aber komm, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir machen es noch. Irgendwann muss man es ja machen. Es gibt ja auch so richtig viel XP dafür. Für dieses. Ist das überhaupt ein Rennen? Keine Ahnung. Ich fühle mich wieder so langsam. Warum bist du so fröhlich? Siehst du nicht, dass wir eine handfeste Weihnachtskrise haben? Der Chef hat mich beauftragt, den heutigen Stapel Geschenke zum Markt zu bringen. Lief auch alles gut mit dem Schnitten, aber plötzlich ein totales Geschepper in der Fracht zu hören war.
Ich habe mich umgedreht und gesehen, wie die Schenke ganz zu der auf den Sack gesprungen werden. Ist das zu glauben? Die Rentiere sind wie ein Blitz nach unten geschossen. Ich musste eine kontrollierte Bruchlandung vornehmen. Dabei konnte ich zwar den Schlitten retten, aber meine Lieferung Geschenke ist über Bord gegangen. Du musst mir helfen. Suche rund um die See nach den fehlenden Geschenken und bring sie zurück, bevor das Schiff merkt, dass ich spät dran bin. Ja, wir sind zwar... Weihnachten ist zwar schon vorbei, aber nein, du bist ja nicht dran. Nein, gar nicht. Quatsch, überhaupt nicht. Wie ist es denn? Nicht. Und genau deswegen liebe ich es nicht. Das war es dann auch schon wieder für diese Folge. Die letzte Folge Weihnachten im neuen Jahr war das jetzt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.